Ja, hallo und herzlich willkommen zurück zu den schwierigen, sozusagen knusprigen Go-Problemen. Ich habe dieses Mal vier Probleme aufgebaut. Eigentlich war ich bei drei und dann dachte ich, ah, da ist noch Platz für ein viertes. Und ich hoffe, es verwirrt euch jetzt nicht zu sehr, wenn ich sage, dieses vierte Problem beinhaltet noch so einen kleinen Hinweis auf die Lösung in einem der anderen. Ansonsten denke ich, das vierte ist wahrscheinlich etwas leichter als die anderen drei. Die sind nämlich diesmal wirklich schwer. Vielleicht noch nicht extrem schwer, aber das könnt ihr mir gerne hinterher mal in die Kommentare schreiben. Dann fangen wir mal wie üblich links oben an. Schwarz am Zug soll töten, wie in allen Problemen hier. Und ein Auge hat weiß. Dann sollte man also verhindern, dass das hier irgendwie ein zweites wird. Der erste Gedanke so, der führt natürlich ziemlich schnell zu einem Auge hier unten. Das ist zwar unecht, aber das Auge hier kann man nicht mehr nehmen. Und auch das Anfangen so ändert hier daran nicht viel. Wenn man jetzt hier fängt, dann wird der gefangen. Wenn man jetzt hier deckt, wird der gedeckt und hier bleibt das zweite Auge. Also muss man da etwas geschickter vorgehen. So funktioniert dieses Mal nicht, weil er einfach gefangen wird, hat halt nicht genug Freiheiten hier. Also muss es doch eigentlich der sein. Aber dann haben wir wieder das Problem, dass hier man so nicht weiterkommt. Wenn man jetzt hier deckt, wird einfach von hinten Atari gegeben. Also es ist kein Ko hier jetzt. Im Zweifel fängt Weiß halt die Steine und behält halt hier ein Auge. Kann es also auch nicht sein. Der hier führt wieder zum gleichen, was wir eben hatten. Ja, den hätten wir noch, aber auch dann kann Weiß einfach decken und jetzt kann hier dieses Auge nicht mehr verhindert werden. Also, nicht lösbar oder wie? Also das ist schon der aussichtsreichste Zug, aber dann muss man halt etwas pfiffiger weiterspielen als irgendwie mit dem oder dem. Und hier gibt es jetzt wieder dieses schöne Diagonal-Tizocchi. Wenn Schwarz jetzt hier anbinden kann, dann ist das ja kein Auge. Und wenn Weiß das irgendwie zu verhindern versucht, also so zum Beispiel, und so, dann kann Schwarz jetzt schneiden, weil Weiß weder auf A15 noch auf B14 gehen kann. Und die Gruppe wäre tot. Wenn Weiß hier deckt, dann muss Schwarz irgendwie dafür sorgen, dass dieser Stein nicht gefangen werden kann, also so könnte er gefangen werden und so auch, aber so eben nicht mehr. So ein Wurf bringt hier auch nichts, weil Schwarz dann einfach decken kann und auch das hier wird einfach angebunden. Ja, und die Gruppe ist tot. Das zweite Problem fand ich schon etwas schwieriger. Da geht es halt darum, jetzt zu verhindern, dass irgendwie die weiße Gruppe zwei Augen kriegt. Das Anbinden hier und das Fangen danach sorgt halt dafür, dass hier ein Auge ist und das wäre hier halt das zweite. Das wäre also nicht ganz so schön. Dann kann man natürlich versucht sein, hier zu spielen. Weil wenn er jetzt schlägt, kann man ja zurückschlagen. Und ja, das ganze Thema hat sich eigentlich schon erledigt. Denn weil Weiß nicht sofort in die Ecke gehen kann, kann Schwarz jetzt einfach anbinden. Und ja, Moment, auch bei dem Einwurf hier ändert sich nichts daran, dass die Steine halt angebunden werden können. Und dazu kommt dann noch, dass selbst wenn sie gefangen würden, das ja nur ein Auge ist. Wie gesagt, so sieht schon mal verheißungsvoll aus. Aber jetzt kann Weiß eben wieder hier reinspielen. Das muss jetzt hier geschlagen werden. Und dann kann er hier hingehen. Kann er das? Nee, ne, kann er nicht. Weil nach dem Zug hier müsste Weiß, weil er nicht in die Ecke gehen kann, hier schlagen. Und dann schlägt Schwarz zurück. Und dann haben wir wieder das Problem, dass das nur ein Auge ist. Also S19 geht auch nicht, aber T19 geht. Zumindest bringt es eben ein Ko. Und ja, Ko ist schon mal zumindest ein Teilerfolg für Weiß. Denn wenn Schwarz das hier genau spielt, dann kann man die Gruppe sogar töten. Ja, mit welchen Zügen denn?
Gucken wir uns nochmal den hier an. Wenn Weiß jetzt hier einwirft, was eigentlich die einzige Möglichkeit ist, da auf zwei Augen zu kommen, dann kann Schwarz auch hier spielen. Und wenn Weiß jetzt hier schlägt, streckt Schwarz einfach weiter rein, weil das hier, das ist nach wie vor nur ein Auge hier. Denn selbst wenn Weiß hier spielt, spielt Schwarz da oder eben andersrum. Aber Weiß muss ja nicht hier schlagen, er kann ja auch zum Beispiel hier spielen. Das ändert aber nach wie vor nichts daran hier, denn das hier oben ist kein Auge. Aber er könnte ja hier spielen. Nur dann kann Schwarz jetzt eben hier rein spielen. Und das hier ist nach wie vor nichts, kein Auge zumindest. Und wenn er schlägt hier, kann Schwarz wieder hier rein spielen und jetzt nach dem Zug hier oder eben alternativ nach dem Zug hier spielen. Und die Gruppe hätte nur ein Auge und ist tot. Das zu dem Problem. Jetzt kommen wir zu dem Problem rechts unten. Das sieht erstmal nach mehreren Ideen aus, die man da haben könnte. Also Schwarz könnte zum Beispiel einfach mal einen Affensprung da rein versuchen. Und wenn Weiß jetzt zum Beispiel den Affensprung so blockt, dann ist nach dem Zug hier das auf R3 kein Auge mehr und hier werden es keine zwei Augen in der Ecke und die Gruppe wäre schon tot. Aber hier sollte dieser funktionieren. Der droht dann hier wieder abzuschneiden. Und wenn man das verhindert, dann ja, ist die Gruppe lebendig. Kann man dann auch andere Tricks versuchen. So. Kann man wahrscheinlich sogar hier spielen. Ja, und selbst wenn nicht, wäre das hier dann höchstens ein Ko für Schwarz. So. Und die Gruppe dann eigentlich auch zumindest nicht sicher tot, was sie sein sollte, wenn man richtig spielt. Also. Affensprung ist es nicht. Dann haben wir ja auch diesen Zug, der öfters mal ganz gut funktioniert. Aber hier kann Weiß jetzt Atari geben und wenn Schwarz schlägt, kann Weiß vielleicht hier spielen, sollte aber nicht machen. Denn jetzt kann Schwarz da einmal einwerfen, dann zusammendrücken und dann den Affensprung spielen und die Gruppe wäre tot. Das ist zu einfach. Weiß kann aber hier spielen. Und nach diesem Zug hier von Schwarz spielt Weiß einfach hier. Und die Gruppe sollte leben. Spielen wir mal hier. Gibt es hier jetzt noch trickreiche Züge, da irgendwie eine Arcade-Form reinzuschrauben? Mich juckt ja so ein bisschen der Zug hier in den Fingern. Aber nee, das ist ja keine Arcade-Form. Im Zweifel geht Weiß sogar hierhin, um jegliche Kos zu vermeiden. Und selbst wenn das so ein bisschen nach Arcade aussieht, das ist halt ein Seki. Und alles andere wird auch zu nichts führen, weil Weiß außen doch noch eine Menge Freiheiten hat, um sich da im Zweifel einfach anzunähern. Also wenn Schwarz da irgendwie versucht, semi-AI-technisch was aufzusetzen. Dann muss er jetzt schon hier spielen, um das Seki zu verhindern. Und jetzt hat Weiß eigentlich alle Zeit der Welt, um hier nochmal Atari zu geben. Und die Gruppe lebt. Ist es also auch nicht der hier. Ja, dann bleibt ja eigentlich nur noch der an sinnvollen Zügen. Und klar, wenn Weiß jetzt hier spielt und Schwarz einfach schlägt, Weiß dann hier, dann kommen wir wieder auf die Variante, die zum Tod der Gruppe führt. Also, sieht doch schon mal gut aus. Aber was passiert, ja gut, wenn er hier spielt, im Prinzip das gleiche, beziehungsweise jetzt zieht er halt hier raus und kann nicht mehr getrennt werden. Und das gleiche Problem, dass das hier kein echtes Auge mehr wird. Aber Weiß kann ja auch hier spielen. Und jetzt so. Dann, wenn Weiß hier spielt, kann
Schwarz wieder hier spielen und letztendlich die Gruppe töten. Sieht also schon mal ganz gut aus. Weiß hat aber diesen Zug hier. Und jetzt auf diesen Zug könnte er hier spielen und hätte immerhin ein Ko erreicht. Das ist schon ziemlich trickreich, also jetzt auch von Weiß gespielt. Und wenn man das Ko vermeiden will, also als Schwarzer jetzt das Ko vermeiden will, dann hat Schwarz einen ganz, ganz fiesen Zug. Das ist der hier. Ja, wieso ist der fies? Führt doch einfach nur dazu, dass Weiß jetzt hier schön groß lebt, ne? Und das sogar ohne Ko. Also Ko vermieden, ja, aber Gruppe tot, nein. Aber jetzt der Trick ist hier zu spielen. Ist auch Atari auf die drei Steine. Hat vielleicht übersehen, dass die auf Atari waren. Wird einfach geschlagen. Aber jetzt kann Schwarz eben hier spielen. Hat hier alles angebunden mit dem Affensprung. Und dieses hier ist angeschnitten. Also kann Weiß hier nicht mehr mit dem Zug das in zwei Augen unterteilen. Hat also nur ein Auge hier und ist tot. Ja, und dieser Trick hier mit dem Einwerfen hat mich so ein bisschen an dieses Problem erinnert. Deswegen habe ich das nochmal aufgebaut. Und das lässt sich dann jetzt auch relativ schnell zeigen. Wenn Schwarz am Zug hier spielt, schlägt Weiß. Und wenn Schwarz jetzt dieses Auge unecht machen will, dann kann Weiß ja hier Atari geben. Und Schwarz kann nicht decken. Aber das ist dann halt nicht die Lösung. Die richtige Lösung ist halt, den hier zu spielen. Wenn Weiß die nicht schlägt, dann bindet Schwarz einfach an. Und wenn Weiß die schlägt, kann er hier reinspielen mit einer Mauserfalle. Also Weiß kann nicht da spielen. Weiß muss hier spielen und jetzt kann Schwarz hier zurückschlagen und die Gruppe hat nur ein Auge und ist tot. Und naja, ist schon ein bisschen anders als hier, aber irgendwie hat die Mustererkennung mir dann dieses Problem wieder eingespielt. Mir kommt es ähnlich vor. Ich weiß nicht, was ihr davon denkt, wie viel das miteinander zu tun hat. Gut, diesmal habe ich Probleme insgesamt vorgestellt, die ich auch eigentlich interessant fand. Wie gesagt, das hier nur so als Referenz. Das erste, habe ich eigentlich dann schon relativ fest im Repertoire, aber die beiden anderen haben mich dann doch auch vor große Probleme gestellt. Ich glaube, auf dieses hier bin ich gar nicht gekommen und dieses hier nur mit ziemlichen Mühen. Ja, wenn ihr die Probleme gut fandet, dann könnt ihr mir das natürlich auch in die Kommentare schreiben und mir immer auch einen Daumen hoch da lassen. Dann bleibt die Motivation vielleicht erhalten, hier diese Problemserie auch weiterzuführen. Im Moment sind die Klickzahlen der Zumogo-Videos doch eher niedrig im Vergleich zu anderen Videos. Was vielleicht ja auch daran liegt, dass ich das dummerweise in drei verschiedene Schwierigkeitsgrade eingeteilt habe, sodass dann die Klickzahlen für jedes einzelne Video wahrscheinlich nicht ganz, aber doch ungefähr gedrittelt sind. So kommt es mir jedenfalls vor. Könnt mich auch gerne wissen lassen, ob ihr nur die Zumogo-Videos einer bestimmten Schwierigkeitsstufe guckt oder bei allen mal reinschaut. Dann kann ich das vielleicht auch ein bisschen besser einschätzen. Ja, ansonsten wie immer Daumen hoch, Abo da lassen, Glocke aktivieren, Kommentar schreiben und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Ciao.